18 Tage auf der Wiesn, das bedeutet 18 Wiesn-Jobs für mich. Und den Anfang mache ich im Weißbierkarussell. Da dreht sich nicht nur der Kopf, da dreht sich das ganze Gestell. Aber ich mache das nicht alleine, ich mache das mit der Chefin vom Weißbierkarussell, Claudia Farnschon. Claudia, seit wann gibt es euch auf der Wiesn? Uns gibt es seit 1999 auf der Wiesn. Und ihr schenkt nur Weißbier aus? Weißbier, Russen, Cola, Weiße und alkoholfreie Getränke. Wie ist denn das erfahrungsgemäß, wenn es sich zu schnell dreht, das Weißbierkarussell? Wie sind da die Gäste so drauf? Also unsere Gäste sind eigentlich immer gut drauf. Gott sei Dank. Also na, das passt und es dreht sich ja so langsam, dass man es eigentlich fast gar nicht merkt. Oder merkst du schon was? Ich merke noch nichts, aber ich bin auch noch gut drauf. Jetzt darf ich mal sagen, die Leute sind hier bombastisch gut drauf. Was habt ihr für Leute, mehr einheimische Weißbierfans oder? Na, also wir haben Münchner, ganz viele Münchner. Dann wir kommen aus dem Rosenheimer Raum, viele Rosenheimer. Eigentlich von überall her, Allgäuer, Schweizer, alles. Und den ganzen Leuten versuche ich jetzt mal Weißbier anzudrehen, aber dazu später mehr. Und damit zurück auf die Empore zu Marion und Alex. Servus.